Hallo und herzlich willkommen. Es gibt tatsächlich noch Zeichen und Wunder. Es gibt ein neues Flohmarkt-Video von mir. Ich habe wieder ein paar tolle Sachen auf dem Flohmarkt gefunden. Um was es sich genau handelt, das seht ihr nach dem Intro. Ja Leute, tatsächlich ist es wieder soweit. Es gibt ein neues Flohmarkt-Video, wie schon vor dem Intro angekündigt. Ja, diesmal hat alles gepasst. Das erste Mal wirklich dieses Jahr. Das Wetter war bombastisch, der Flohmarkt war toll. Ja, ich habe Zeit gehabt und ja, ich habe eine schöne Ausbeute gemacht. Sachen, wo ich schon länger hinterher bin, die ich suche, die ich gerne in meine Sammlung aufnehmen würde. Und bei denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie irgendwie, irgendwann, irgendwo nochmal auf dem Flohmarkt finde. Ich möchte direkt anfangen. Es ist ein Flohmarkt, bei dem ich die ganzen Sachen hier gefunden habe. Und direkt am ersten oder zweiten Stand gab es Spielzeug, ein bisschen Lego, ein paar Puppen etc. Und dann habe ich auf dem Tisch was gesehen, was ich nicht stehen lassen konnte. Wie ich es gesehen habe, wusste ich schon, dass kaufe ich. Und ich habe es gekauft. Es handelt sich um etwas von Mattel. Es handelt sich um etwas von der Spielzeugline Big Jim aus den 70er Jahren und ganz besonders was mir am Herzen liegt, aus der Karl May Edition. Und zwar haben wir hier Winnetous Pferd Ilchi. Ja, total klasse. Ja, diese Karl-May-Figuren aus der Big Jim-Reihe hatten wir früher. Mit denen habe ich gespielt. Die haben meine Brüder gehabt. Natürlich nie mit Karton, weil die Kartons waren früher immer ausgepackt und weggeschmissen, so ungefähr. Und hier gab es Ilchi, das Pferd, in Karton, in OVP. Eine wunderschöne OVP. Ich finde diese Zeichnung toll. Ich finde das Karl-May-Logo und der Karl-May-Schriftzug toll. Hier unten haben wir den Namen des Pferdes, Ilchi. Also Winnetous Pferd, Winnetous treuer Begleiter. Der Karton ist noch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ja, ich habe auf der Rückseite die weiteren Sachen, die es gibt, die ganzen Figuren oder beziehungsweise einen Teil der Figuren, nicht alle Figuren. Und hier, ich nenne es jetzt mal Playsets. Ja, wir haben hier Ilchi, wir haben hier noch das weitere Pferd, wir haben hier ein Wigwam, da gab es noch einen Marterpfahl, also ein Totem dabei und ein Bärenfell und was weiß ich was alles. Und noch das Karl May Kanu gab es hier auch noch. Ja, und das Pferd ist natürlich auch drin, beziehungsweise ich zeige euch erstmal, was noch drin war, denn es ist kein Inlay drin in dem Karton, der Karton ist leer, aber was noch drin war, ist die Anleitung, die Ilchi-Anleitung. Ja, steht sogar Mattel Spielzeug, steht hier Karl May Ilchi, und da steht noch oben Pferd, wenn ihr es sehen könnt hier, Pferd für Winnetou. Ich finde es total toll, dass dieses Teil Spielzeug, fast schon Geschichte, noch dabei war, in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ja, und vor allem auch das Pferd selbst habe ich hier. Ja, oftmals bei diesen Pferden ist es sehr oft der Fall, dass die Gelenke hier gebrochen sind. Das heißt, ich habe hier quasi Kniegelenke und nochmal hier unten, es geht einwandfrei. Ja, nochmal unten am Knöchel auch nochmal Gelenke, und die kann ich wirklich bewegen bei diesem Pferd. Ich kann das Bein selbst bewegen hier. Es quietscht ein bisschen, muss man ein bisschen ölen. Ja, und Hinterbeine, die Hinterläufe sind auch okay, es ist nichts gebrochen. Das Schöne ist sogar noch, ich weiß nicht, ob das Original Zaumzeug ist von Winnetou, ob das noch das Original ist aus der Zeit hier. Aber auf jeden Fall Winnetous Decke. Die Decke ist noch dabei. Auch die ist, nicht Seltenheit, sondern ist es nicht immer gegeben, dass diese Decke wirklich noch den Zahn der Zeit des Spielens der kleinen Kinder aus den 70er Jahren überlebt hat. Es ist noch dabei. Man sieht halt hier unten, es ist ein bisschen ausgeleiert. Also der Gummiband ist ein bisschen ausgeleiert. Das macht aber überhaupt nichts. Das Pferd ist in einem wunderschönen Zustand. Und wie gesagt, da konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Und das musste ich mitnehmen. Aber das war noch nicht alles. Denn, was soll man sagen,
Ein Pferd kommt selten allein und es hat nicht nur ein Karton dagelegen, sondern es hat noch ein zweiter Karton dabei gelegen, und zwar das ganze Pferd von Old Shatterhand. Ja, Old Shatterhands Pferd Hatta Titler. Was für ein geiler Name, oder? Hatta Titler. Auch hier mit Karton. Der Karton ist nicht mehr in einem so schönen Zustand, wenn man es hier sieht. Hier oben ist ein Knick drin. Ja, aber es ist der Karton von diesem Spielset. Ich habe gerade noch mal hinten drauf geguckt. Die Figuren sind von 1976, beziehungsweise hier diese Variante ist 1976 rausgekommen. Ja, und hier steht auch noch mal dabei, alle Karl-May-Ausstattungen passen auch für Big Jim, der Abenteuerfiguren für Jungen. Ja, steht auch mal hier unten drauf. Ansonsten ist auf diesem ganzen Karton, wie auch bei Winnetous Pferd, keine Spur von Big Jim. Hier steht nichts von Big Jim drauf, nur Karl May von Mattel steht hier drauf. Aber es sind definitiv die Big Jim-Figuren. Ja, und wie gesagt, das Pferd, der Karton, ich finde das total toll, ist auch dabei. Auch hier, das ist dieses braune Pferd hier, auch hier ist der Fall, dass die Gelenke einwandfrei sind. Das habe ich sofort geguckt und der Verkäufer hat auch schon gesagt, ja, du guckst nach den Gelenken, gell? Die funktionieren alle einwandfrei und es ist nichts geklebt, es ist nichts gebrochen, funktioniert super, ja, finde ich total toll. Er hat hier das Zaumzeug dabei, ja, die Zügel nach hinten. Was fehlt, ist der Sattel, ja, also Old Shatterhands Sattel fehlt hier und die Steigbügel, sage ich mal, die sind eigentlich auch noch dabei. Das fehlt. Die, denke ich mal, kriegt man aber noch relativ gut. Ja, von daher mache ich mir da keine Gedanken, dass ich das Pferd wirklich komplettieren kann. Ja, und somit habe ich zwei Pferde. Vielleicht sieht man es hier neben. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht. Hier habe ich ja so ein paar Big Jim-Figuren. Ich habe auch ein Totem da schon stehen. Den habe ich auch mal für 2 Euro auf dem Flohmarkt mitgenommen. Ist in einem anderen Video auf jeden Fall drin. Jetzt habe ich zwei Pferde in OVP oder beziehungsweise mit OVP-Anleitung, war bei dem hier wie gesagt keine dabei, aber trotzdem muss ich jetzt mein kleines Big Jim Regal etwas erweitern. Ich muss die Big Jim Figuren wieder umräumen, denn ich möchte die Kartons in den Hintergrund stellen, die Pferde mit den Figuren davor und so eine kleine schöne Szenerie aufbauen. Ja, ich bin super, super happy. Das war wie gesagt der, glaube ich, der zweite Stand in der Reihe, das heißt am ersten vorbeigegangen, am zweiten da angehalten, die gefunden, und somit war es schon ein erfolgreicher Flohmarkt für mich, aber ich habe noch mehr gefunden. Ja Leute, und ihr werdet es, ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich glauben, ich schnipsel hier irgendwas, ich schneide hier irgendwas zusammen und es ist alles gefaked. Nein, es ist die Wahrheit. An einem anderen Stand, unabhängig von dem, wo ich eben die Figuren gefunden habe, habe ich noch etwas gefunden von Mattel, von der Karl-May-Serie. Ich fasse es nicht. Ich habe nämlich Old Shatterhand gefunden. Mein Bruder. Mein Bruder. Ich habe Old Shatterhand gefunden mit Original-Box und der Gute ist noch sealed. Der Gute ist noch original verpackt. Er war nie ausgepackt. Ja, der Blister ist noch heile. Die Figur ist hier noch drin, wurde noch nie ausgepackt, hat noch nie frische Luft geatmet, der Gute. Das wird er auch weiterhin nicht bei mir. Ich lasse den natürlich boxt. Ja, was ist? Er ist vorne etwas von der Sonne ausgeblichen. Ja, hier mit Sicherheit auch. Nee, hier steht sogar 1975 drauf. Ja, jetzt überlegt mal, der wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Der wird 50 Jahre alt. Ja, vor 50 Jahren wurde der in einer Spielzeugfabrik in diese Verpackung gepackt, wurde versiegelt und jetzt habe ich ihn gefunden, nehme ihn mit und behalte ihn hier in meiner Sammlung. Ich finde es total toll. Ja, er sieht noch wunderschön aus, natürlich, wenn er noch original verpackt ist. Ja, der Karton ist ein bisschen ausgeblichen. Dieser Flap, der hier nebendran ist, ich zeige euch jetzt mal die Rückseite. Ja, hier seht ihr auch wieder die weiteren Figuren noch. Hier ist so ein Flap. Ja, der ist ein bisschen hier geknickt, der hat hier eine Stresslinie drin, wenn man das sehen kann. Ja, hängt so ein bisschen durch, macht mir aber überhaupt nichts. Ja, auch dass er vorne ausgeblichen ist, hinten, wie gesagt, sind ja die kräftigen Farben noch. Vorne ist er etwas bleicher, aber das macht überhaupt nichts. Ja, ich habe schon öfters Big Jim Figuren auf dem Flohmarkt gesehen, lose.
nackige, ja, ich habe schon Zubehör auf dem Flohmarkt gesehen. Wie gesagt, den Totenpfahl habe ich auch schon mal mitgenommen, einzeln. Ich habe noch nie diese Kalmai-Reihe auf dem Flohmarkt gesehen. Ich habe noch nie Figuren in Box, sei die Box versiegelt oder wie bei den Pferden offen, noch nie wirklich auf dem Flohmarkt gefunden bei mir. Ja, jetzt auf einem Flohmarkt auf einmal an zwei verschiedenen Ständen zweimal das Glück gehabt, diese Figuren zu finden. Den habe ich, ja, ich muss es sagen, da hat meine Freundin mir einen Gefallen getan an dem Tag, denn ich habe die Figur gesehen. Es war wahrscheinlich ein Händler, der hatte mehrere Figuren gehabt, der hat noch die Familie Sonnenschein von Mattel gehabt. Das sind ganz spooky Barbie-Klone. Die sehen ganz, ganz, oder die Sunshine Family, ich glaube, so heißen sie irgendwie. Die sehen ganz spooky aus. Die hat er auch noch da stehen gehabt mit OVP und so weiter und noch verschiedene andere Sachen. Und ich habe den da liegen sehen und bin dann weitergegangen. Da meinte meine Freundin so, willst du den nicht haben? Da meinte ich, ja doch, eigentlich schon, aber ich frage da gar nicht, weil das ist ein Händler, der will da wahrscheinlich so viel Geld für haben, ja, dass es mir das nicht wert ist. Der ist noch verpackt, der ist noch original verpackt. Dann sagt sie, ja, wenn du nicht fragst, weißt es nicht. Und ich dachte mir, ja, eigentlich hat sie ja recht. Bin zurückgegangen, habe gefragt. Der Gute wollte 70 Euro haben. Boah, jetzt muss ich überlegen. 70 oder 75 Euro haben. Was wahrscheinlich auch schon ein guter Preis ist für eine verpackte Figur, die 50 Jahre alt ist oder wird, ja, aus dieser Reihe hier. Aber es war mir dann doch zu viel und da dachte ich mir, hey, das ist wahrscheinlich ein Händler, wir sind auf dem Flohmarkt, also mache ich einen Gegenvorschlag, dann sage ich 50, also ich habe gesagt 50 Euro und er sagte, nee, 60 können wir machen und dann habe ich ihn für 60 mitgenommen. Also 60 Euro für diese Figur, das ist, ja, wie soll ich sagen, finde ich viel Geld, aber der Gegenwert, den ich dafür bekomme, ist für mich fast unbezahlbar. Eine original verpackte Figur aus dieser Reihe, die ich schon so lange suche, ja, in einem wunderschönen Zustand, mal abgesehen von dem Ausgeblichenen, was mir nicht wirklich was ausmacht, ja, ist ja für 60 Euro eigentlich theoretisch ein Witz, wenn man die Preisvergleiche heranzieht zu anderen Toylines, die man ja heute sammelt, die man heute kauft. Ich nenne nur ein Beispiel, Masters of the Universe zum Beispiel. Die sind nochmal 10 Jahre später, knapp 10 Jahre später auf den Markt gekommen. Ja, da kriegst du keine original verpackte Figur mehr unter 250 Euro aufwärts. Ja, und 250 Euro wahrscheinlich auch nur, wenn der Karton sowas von kaputt ist und der Blister sowas von Cracks übersät ist. Das ist Wahnsinn, diese Preisentwicklung. Deswegen 60 Euro für den hier ist, ich bin super, super happy, muss ich sagen. Ja, bleibt mir nichts anderes. Ja, ich brauche nichts anderes zu sagen, außer ich bin super glücklich, jetzt hier so schnell so viel von Karl May Big Jim / Mattel gefunden zu haben. Und bevor wir jetzt zu weiteren Highlights aus diesem Flohmarkt oder von diesem Flohmarkt kommen, gehen wir nochmal zu dem nächsten Fund und ich muss sagen, irgendwie war da bei mir der, ich nenne es jetzt mal so, Cowboy- und Indianertag. Ja, ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat. Auch wieder ein anderer Stand, wirklich, wirklich ein anderer Stand, habe ich noch was gefunden, was ich nicht stehen lassen konnte. Und zwar habe ich zwei Bootleg-Figuren gefunden, ja, zwei Indianer, steht auf dem Zettelchen, steht Cowboy in Indien drauf. Ja, und wenn ich das jetzt mal ein bisschen, ich blende natürlich immer Bilder ein, wenn ich die jetzt ein bisschen ins Bild halte, dann seht ihr einmal auf dem, oben auf dem Anhänger hier, das ist ganz klar ein Bootleg, aber das ist ganz klar abgekupfert, das soll Lone Ranger sein. Der Lone Ranger mit seinem indianischen Gefährten Tonto heißt er, glaube ich, wenn ich ganz recht mich erinnere, eine Bootleg-Figur und er sieht auch so aus, ja, ich glaube, die gab es auch von Mego oder von Mattel vielleicht sogar, oder war das Marx Toys, meine ich, 60er Jahre, vielleicht Anfang 70er, meine ich, der sieht halt echt ähnlich, ich weiß nicht, ob die Kamera das über den Blister einfängt oder über die Tüte einfängt, ich versuche dafür, wie gesagt, immer Bilder einzublenden, hatte ein Händler oder ein Flohmarktstand, nenne ich es mal, 2 Stück davon in 2 verschiedenen Outfits, ja, gleiches Gesicht,
Beide noch original verpackt. Hier ist die Tüte noch super in Ordnung. Hier hat die Tüte in der Mitte einen schönen großen Riss. Ja, aber auch das hat mir nichts gemacht. Ja, diese Bootlegs finde ich total toll. Und da ich gerade in meinem Wildwest-Fieber war an dem Tag, konnte ich die auch nicht liegen lassen. Hier ist ein Preisschild drauf. Auer Textil steht da drauf. Das scheint ein deutsches Schild zu sein. Hier steht was von 68. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Figur mal 68 Euro gekostet hat. Vielleicht habe ich da ein paar Experten, die zuschauen, die das vielleicht revidieren oder bestätigen können. War so eine Figur. Es steht leider kein Jahr drauf. Ich denke mal, das ist auch 70er. Ja, müsste 70er wahrscheinlich sein, denke ich mal. Hat sowas 68 Euro gekostet? Ich kann es kaum glauben. Oder ist das vielleicht ein Preisschild aus einem anderen Land mit einer anderen Währung drauf? Es steht leider sonst nichts drauf. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin sehr froh, die zwei hier in meine Sammlung zu integrieren. Die werde ich auch zu den Big Jim Figuren dazustellen. Ich finde es total klasse. Und damit ist das Kapitel Wild West für dieses Video erstmal abgeschlossen. Und wir gehen zu den nächsten Funden über. Ja Leute, der Flohmarkt war wirklich super ergiebig dafür, dass es, ja, ich glaube wirklich so der erste richtige Flohmarkt war, wo die Flohmarktlust wirklich bei mir zurückgekommen ist. Das Wetter war toll. Wir sind morgens relativ früh um 6:30, meine ich, sind wir aus dem Haus gegangen und da ist so gerade alles aufgewacht. Es war noch so ein bisschen feucht draußen von der Nacht und der Tag war ja richtig schön. Es wurden ja irgendwie 24 Grad. Ja, und diese Luft zu spüren, diesen Frühling, diesen angehenden Frühling, Sommer in Anführungsstrichen, das war richtig toll. Es war richtig Flohmarktwetter einfach und das haben, ja, es hat sich halt wirklich gelohnt. An einem weiteren Stand habe ich mal wieder ein paar Gummifiguren bekommen und mitgenommen. Und zwar habe ich einmal wiederum ein Mainzelmännchen bekommen, und zwar den Dead. Ja, etwas neueres Mainzelmännchen. Normalerweise habe ich ja die aus den 60er, 70er Jahren. Die habe ich soweit relativ vollständig. Den hier, der hat mir so gar nichts gesagt, aber habe dann unten auf den Füßen geguckt und der ist von 1994 sogar schon. Ja, was heißt sogar schon? Ist auch schon wieder 30 Jahre alt, aber trotzdem den Dead, den musste ich dann wie gesagt mitnehmen. Was ich noch mitgenommen habe, das war alles in so einer Wühlkiste drin, war der kleine Goldi, ja, ein Hamster von der Commerzbank, das Maskottchen von der Commerzbank. Dazu die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber meine Eltern waren früher bei der Commerzbank bei uns im Ort. Und ich, wie ich mein erstes Konto dann aufgemacht habe, dann in der Lehre auch. Ja, und auch früher schon bin ich meiner Mutter immer zur Bank gegangen, wie sie noch die Überweisungsträger ausgefüllt, die Schecks ausgestellt, Euro-Schecks und so weiter ausgefüllt hat, war ich immer mit dabei. Und dann habe ich ab und zu, weil ich halt gerne immer so eine Figur hatte, habe ich immer ab und zu so Werbegeschenke bekommen. Und wie ich den gesehen habe, also den nehme ich immer mit. Also wie gesagt, schöne Verbindung an eine Bank. Ja, hat man auch nicht immer. Also schöne Erinnerung an eine Bank. Ich muss sagen, dieser Goldi erinnert mich immer nicht unbedingt an die Bank selbst, aber an die schöne Zeit, die ich mit meiner Mutter verbracht habe, wenn wir da mal in den Ort gelaufen sind und ich vielleicht so ein kleines Geschenkchen wieder bekommen habe. Den habe ich bekommen und ganz besonders gefreut hat es mich, weil die suche ich auch schon länger in dem Gummifiguren-Universum. Und zwar habe ich hier einen der Hubba-Bubba-Figuren bekommen. Hubba-Bubba, Kaugummi, wer kennt es noch, gibt es ja heute auch nicht mehr so, wie es mal früher war. Ja, und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ist das jetzt Hubba oder ist das Bubba, bis ich dann die Figuren, ich habe es auf dem Flohmarkt gar nicht gesehen, dann hier bei mir gereinigt habe. Und dann habe ich auf dem Hintergrund, auf dem Rücken gesehen, das hier ist wirklich der Hubba. Das heißt, ich gehe mal stark, sehr stark davon aus, dass auf der zweiten Figur, die es davon gibt, wahrscheinlich Bubba draufstehen wird. Also ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass der jetzt endlich meiner Sammlung ist. Jetzt brauche ich nur noch das Pendant bzw. die zweite Figur davon. Dann habe ich diese Serie quasi schon komplett, weil es gab nur die beiden. So, dann sind wir an einem Stand vorbeigelaufen, der sehr viel, ja, Blechspielzeug hatte, sehr viel Matchbox, Hot Wheels, Autos, lose, aber auch original verpackte. Und ich habe dann so eine Kiste gesehen, die so an der Seite an dem Stand war. Und dann bin ich so um den Stand rum. Ja, habe an diese Kiste so reingeguckt und dann hat gerade hinter dem Stand der Verkäufer einen Pappkarton aufgemacht und hat da frische
Also quasi Case Fresh Autos rausgeholt und ein weiteres Fahrzeug. Und dann habe ich gesagt, was will er denn dafür haben? Und dann sagte er, dafür 5 Euro, das gibt es nicht so oft. Das ist in jeder, er hat es mir da irgendwie erklärt, es ist in jeder Charge irgendwie nur einmal drin. Und ich habe im Nachhinein auch online geschaut, ja, weil ich es einfach nicht geglaubt habe. Aber das Ding wird wirklich für 15, 20 Euro teilweise verkauft. Also wirklich verkauft, nicht gehandelt, sondern verkauft. Ja, und er dann halt gesagt hat, komm, 5 Euro. Und dann dachte ich mir, bevor ich das halt irgendwo in irgendwelchen Geschäften abklappern muss oder dann halt auf eBay kaufen muss mit Versand, mache ich 5 Euro und nehme es mit. Und zwar ein oder das Wasserflugzeug von Indiana Jones, von Jäger des verlorenen Schatzes, der sogenannte River Flyer. Von Matchbox ist ein, guck mal, wie groß das ist Wahnsinn, oder? Richtig, richtig groß, ja, ist ein, wie gesagt, ein neues Fahrzeug, ist ein neues Produkt von, ich weiß gar nicht, ob es 2023 oder sogar schon 2024 ist, sehe ich jetzt hier gerade nicht, Lucasfilm, ja, bla bla bla, Mattel auch, bla bla bla, nee, ich sehe jetzt gerade kein Jahr hier drauf, auf jeden Fall, der River Flyer. Ja, hinten noch so ein schönes, ist es ein Booklet oder so drin? Ich kann es gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall das Wasserflugzeug aus Jäger des verlorenen Schatzes. Das konnte ich dann für 5 Euro mitnehmen, habe ich auch getan. Ja, und bei Indiana Jones ist es ja eine der wenigen Toylines, eine der wenigen Sammelgebiete, nenne ich es mal, wo ich eine Ausnahme mache und auch neue Sachen mir kaufe. Ansonsten ja wirklich nur Vintage, ja nur 80, 70er, 80er, 90er. Stuff, den ich mir hole. Bei Indiana Jones ist es so, dass es ja wirklich so wenig damals gab und es auch jetzt wieder weniger geben wird. Jetzt, wo der letzte Film rausgekommen ist, wo die Merchandising-Welle schon abebbt und so weiter, wird es von Indiana Jones wieder weniger geben, bis es irgendwann wieder gar nichts mehr gibt. Und dann werde ich froh sein, alles, was ich jetzt schon habe und alles, was noch zukünftig in die Sammlung kommt, sei es alt oder neu, von Indiana Jones, werde ich froh sein, das in meiner Sammlung zu haben. Da freue ich mich drüber. Indiana Jones geht für mich immer, ist einfach eine absolute Kindheitserinnerung und da spielen sogar die neuen Sachen dann mit. Also wie gesagt, hier das Fahrzeug ist auch ein Diecast, ist also ein Metallfahrzeug. Finde ich sehr, sehr schön und von der Größe her bin ich echt beeindruckt. Ich dachte halt erst auch, ich habe das schon mal auf Fotos gesehen gehabt, auch mal online. Dann dachte ich mir, das ist halt wirklich so wie die kleinen Autochen jetzt auch, aber das ist ja wirklich groß und in der Verpackung finde ich es richtig, richtig toll. Ja Leute, dann habe ich an einem Stand den Mr. Coleco getroffen. Wer kennt ihn? Mr. Coleco hat einen Online-Shop, ist auf Facebook aktiv, ist ein Händler, der sehr, sehr sympathisch ist, der mit der Figurenbörse, Comic- und Figurenbörse in Ludwigshafen ja, sehr stark verbandelt ist, sage ich mal. Ja, ich habe ihn zum ersten Mal jetzt wirklich hier bei mir irgendwo auf dem Flohmarkt gesehen, beziehungsweise ich habe ihn erst gar nicht angeguckt, muss ich sagen. Auch da hat wieder meine Freundin mir einen Tipp gegeben, weil ich habe halt einfach nur den Stand gesehen und dachte mir, hier sind coole Sachen und so. Und die sagte, ja, guck mal, kennst du den, kennst du den, kennst du den? Und ich dachte, ich habe überhaupt nicht gerafft, was sie wollte, bis ich es dann halt gemerkt habe und dachte mir, ey, grüß dich. Ja. Und haben uns nett unterhalten. War sehr, sehr schön, dich getroffen zu haben. Vor allem, weil ich ja nicht in Ludwigshafen sein konnte, weil ich ja leider krank im Bett gelegen habe vor 2 Wochen, 3 Wochen. War es umso schöner, sich mal zu sehen, ein bisschen zu quatschen. Und ich habe dann auch eine Kleinigkeit bei ihm mitgenommen, denn er hatte unten eine Schütte gehabt. Auch da muss ich wieder sagen, habe ich nicht gesehen, weil ich mit dem Quatschen beschäftigt war. Aber meine Freundin hat es mir vor die Nase gehalten. Und dann dachte ich, ja, das nehme ich mit. Ja, ein Taschenbuch, Schwarzenegger, Predator oder Predator. Ja, Taschenbuch zum Film, beziehungsweise der Roman zum Film mit schönen ja, Arnold-Bildern drin. Finde ich sehr, sehr toll. Hat 6,80 Mark gekostet, ist also 1987, 88 rausgekommen, wie der Film bei uns ins Kino gekommen ist. Und das konnte ich nicht liegen lassen. Das musste ich mitnehmen. Das wandert so in meine Schwarzenegger-Sammlung, in mein Schwarzenegger-Regal. Da habe ich ja im letzten Video schon drüber geredet, dass ich meine Sammlung dahin ausweite, dass ich halt wirklich mehrere Regale nur für Stallone und Schwarzenegger habe und da alles reinpacke, was ich von den beiden habe. Sei es Bücher,
Figuren natürlich, ja, Playsets und so weiter, CDs, Soundtracks, Schallplatten, alles von den beiden in dieses Regal und da kommt das Buch auf jeden Fall mit dabei. Mr. Coleco, nochmal vielen, vielen Dank. Du bist so abgrundtief hässlich. Ja, und es war irgendwie der Flohmarkt der Zufälle, denn an einem weiteren Stand, der auch sehr viele schöne Toys, Comics und so weiter hatte, habe ich, in den Comics gewühlt und dann zwei Stück rausgesucht habe dann gefragt, was ein Comic kosten soll. Der Verkäufer sagte 3 Euro. Ich habe zwei Stück rausgesucht, habe dann gesagt, zwei Stück 5 Euro. Dann sagte er, jo, und da habe ich schon mein Geld rausgesucht. In dem Moment kommt er um den Stand rum, damit ich ihm das Geld geben kann. Und dann guckt er in meinen Einkaufswagen. Ja, wir haben einen Einkaufswagen gehabt, das war toll. Ja, weil da haben wir das ganze Zeug einfach reingepackt und konnten dann mit dem Einkaufswagen gehen, mussten wir nichts schleppen. Und da habe ich die zwei Karl May Pferde drin schon gehabt. Und dann sagte er, hey, interessiert ihr euch für so Sachen? Ihr sammelt sowas? Ja, dann kommt doch mal nach Ludwigshafen auf die Comic- und Figurenbörse. Sagt man, ja, kennen wir, da waren wir doch, beziehungsweise ich leider nicht, aber da bin ich eigentlich. Da sagte er, ja, er ist der Veranstalter. Da sagte ich mir, das sind Zufälle, ja. Da vorne ist der Mr. Coleco, da bist du. Ja, richtig klasse. Da haben wir auch mit dem Veranstalter von der Figurenbörse noch mal kurz gequatscht. Ja, war sehr, sehr schön, auch mal dich persönlich getroffen zu haben. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht kennengelernt, da du er auf der Figurenbörse immer andere Sachen wahrscheinlich zu tun hat, als halt mit den Gästen zu sprechen. Er ist ja für die Organisation zuständig, muss gucken, dass alles reibungslos funktioniert. Und damit hat er genug zu tun. Umso schöner war es, dich mal auf dem Flohmarkt getroffen zu haben. Viel Gequatsche, jetzt komme ich dazu, was ich mitgenommen habe. Ich habe mir zwei Comics geholt, und zwar Predator gegen Aliens. Einen von Hethke, Comic Nummer 3, hat damals 12,80 Mark gekostet. Und ich finde diese, ja, allein diese Artworks, deswegen eigentlich macht es schon für mich Sinn, diese Comics zu holen, ja. Und dann halt, ja, 5 Euro für zwei Stück, also quasi 2,50 pro Comic. Da kann man nichts falsch machen. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier gerade nochmal ein schönes Bild vielleicht sieht. Aber ja, hier ist schon wieder ein geniales Bild. Habe ich jetzt überblättert oder nicht? Ja, genau. Hier ist die Alien Queen, ja, wenn man das sehen kann. Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Hethke-Comics. Ja, ich habe da schon das ein oder andere Alien-Comic von. Da gab es Alien und Predator. Ich meine, ich habe ein Alien, was ich sogar, glaube ich, vom Mando von dem Kanal Kennt ihr noch, in meinem Wichtelpaket drin hatte. Und zwei Predator-Comics. Ja, und jetzt habe ich auch ein Predator gegen Aliens-Comics. Und zwar ist das die Nummer 3, wie gesagt. Und jetzt hier mein Favorit, was das Cover angeht, die Nummer 4. Oh, das ist Wahnsinn. Die Nummer 3 hat 12,80 Mark gekostet, die Nummer 4 schon 14,80 Mark. Überlegt mal, das ist richtig viel Geld gewesen damals. Guckt euch mal dieses Comic hier an. Das ist total Wahnsinn, oder? Guckt euch mal dieses geile Cover an. Die sind eigentlich zu schade, um sie irgendwo in eine Schublade, ins Regal zu legen oder so. Die müsste man auch wirklich eigentlich hinstellen, oder? Diese Cover müsste man doch eigentlich präsentieren. Das sieht so toll aus. Noch hier mal gucken, ob ich gerade Glück habe und ein schönes Bild finde. Da fliegt einer gerade der Kopf weg. Das, glaube ich, halte ich hier nicht in die Kamera. Aber wie sieht es denn hiermit aus? Hier ein Predator gefangen in einer Art Labor. Ja, da seht ihr auch mal so ein bisschen den Comic-Stil. Also finde ich richtig, richtig cool. Wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, ja, das ist hier nur geklebt. Und diese Comics, wenn man die halt wirklich liest, aufklappt und dann halt wirklich halt auch so richtig liest und richtig liest und richtig aufklappt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann löst sich sehr gerne oder sehr schnell mal hier eine oder andere Seite aus dem Buch raus. Deswegen sehr, sehr vorsichtig, wenn ihr die findet. Auf jeden Fall finde ich die richtig cool. Und wenn man die auch so im Regal stehen hat, macht es halt auch richtig was aus, finde ich. Aber nichts geht über diese Artworks, oder? Was sagt ihr? Ja, Leute, das waren meine Flohmarktfunde vom vergangenen Wochenende, von einem einzigen Flohmarkt, von verschiedenen Ständen. Es war irgendwie von allem was dabei. Figuren, Comics, Merchandise, Gummifiguren, Bootlegs, original verpacktes Zeug. Schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, ob ihr diese Sachen auch sammelt, ob ihr genauso Vintage-verrückt seid wie ich. Und dann hoffe ich,
wie gesagt, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Raune.